Ja, also das Schwert des Geistes, gell, haben wir heute schon davon gelesen, das ist das Wort Gottes. Das wollen wir heute wieder zur Hand nehmen und so wie beim Schwert da gefährlich ist, dass man jemanden verletzt oder was Falsches mit dem Schwert macht, so ist auch mit der Bibel oder im Namen der Bibel viel Falsches gemacht worden, gell, muss man auch dazu sagen. Der Christian hat schon eine gute Überleitung für mich hingelegt, gell. Nämlich, und das ist immer wichtig, dass wir nie das Alte Testament gegen das Neue ausspülen oder umgekehrt, sondern dass wir immer sagen, das eine ist das Fundament und auf dem anderen baut das andere auf. Gell? Und so können wir auch sagen, genau, ja, und das zentrale Thema, wie es mir ist, die Erlösung, die Errettung durch den Herrn Jesus Christus, die Errettung von was? Natürlich von unseren Sünden. Und wir sehen ja, dass der Daniel in den letzten, also das letzte Mal haben wir uns das Kapitel 9 angeschaut, die Verse 1 bis 19. Und genau das ist der richtige Zettel. Also an dem orientiert es eben heute zwei Zettel. Ja. Das eine ist praktisch die Predigt, Vers für Vers. Ja, ihr habt genug Zettel sonst. Oder sonst. Und das zweite sind eben die Grafiken, die man zu diesen Jahrwochen noch dazu, die ich noch gemacht habe. Ja. Ich muss da mal rausfahren. Wir warten. Das hat 70 Jahre Wochen, wird das dauern. Über Jerusalem haben wir Zeit, 490 Jahre. Ja, so lange wird es nicht. Nein, also ich möchte gerne wiederholen. Also da, ich gehe schön, damit ihr mitschauen könnt. Also das 9. Kapitel haben wir das letzte Mal betrachtet. Gell? Wir haben ja so gesagt, noch einmal, wir lesen das Buch Daniel. Und das Buch Daniel hat so für mich, wenn ich das außer also zusammenfasst, das Hauptthema Gericht. Gell? Das Gericht, das ergehen wird oder ergangen ist, teilweise über das Volk Israel, über die Völker, die Israel bedrängt haben und letztlich das Gericht, das ergehen wird über die ganze Erde. Und wir haben gesagt, Daniel heißt ja auch, Gott ist mein Richter oder Gott ist Richter. Wenn er mein Richter ist, dann ist er mein Retter. Und wenn er nur Richter ist, dann bin ich verloren, weil dann habe ich keinen Fürsprecher. Gell? Und jetzt haben wir gesagt, Daniel 9, da haben wir gesehen, dass der Daniel gebetet hat. Ja? Der Daniel hat für sein Volk gebetet, und zwar, wir wissen sogar ganz genau wann, ja? Nämlich im ersten Jahr seiner Regierung, das ist im Jahr 539 vor Christus, hat der Daniel gebetet. Allerdings hat der Daniel, ist ja interessant, man kann ja so viel von Daniel lernen, gell? Der Daniel hat nicht einfach so irgendwie gebetet, gell? Sondern der Daniel hat zuerst die Schrift gelesen. Der Daniel hat die Bibel gelesen, und zwar wissen wir, wenn wir da anschauen, er hat auf das geachtet, im Vers 2, auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und jetzt wissen wir, wenn wir Jeremia anschauen, dass das Kapitel 25 war. Er hat das Kapitel 25 gelesen und das Kapitel 29, weil die gehören irgendwie zusammen. Und da hat er gesehen, das heißt, 70 Jahre wird es dauern, bis Jerusalem verwüstet wird, und dann wird es wieder, also dann ist Ende der Verwüstung. Das hat er gelesen. Und was macht der Daniel, nachdem er die Schrift gelesen hat? Ja, er denkt sich, das ist ja furchtbar, was da eigentlich für ein Gericht über Jerusalem ergeht. Da muss ich ja Buße tun. Ja. Und er geht und schaut dann, und dann fängt sein Gebet an. Nicht so sollte man irgendwie auch beten. Gell. Also manche beten ja nur so ohne die Bibel, aber es ist schon schön, wenn man die Bibel hat. Und, also es gibt ja Gemeinden, die das so praktizieren, die immer zuerst einen Vers vorlesen und dann beten drauf, also als Antwort, genau, als Inhalt, und ich habe beobachtet, wenn das eine Gemeinde praktiziert, dann wird das Gebet geistlich und richtet sich aus, weil sonst betet man, wird einer zu mir immer gesagt, für den Fuß und fürs Ohrwascheln und für die kaputte Wangen, also es ist gar nicht schlecht, das ist schon einmal eine praktische, wenn man nur das beherzigt, ist auch schon viel. Aber der Daniel hat also die Schrift gelesen, gebetet. Und er hat gesagt, er hat die Sünden seiner Väter bekannt. Ja. Das ist aber, haben wir gesagt, das ist im Alten Testament so gewesen. Und er sagt, wir haben gesündigt, das hat er viermal
hat er gesagt, wir haben gesündigt. Er hat sich da hineingenommen und gesagt, wir, unser Volk hat gesündigt. Und zwar, warum hat es gesündigt? Im Vers 5. Das Volk hat Unrecht getan, es hat gesetzlos gehandelt. Ja, es ist von den Geboten und den Rechtsordnungen des Gesetzes Mose abgewichen. Und was hat Gott gemacht? Er hat nicht gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir Ende, sondern er hat seine Propheten, ja, seine Knechte, wird da gesagt, gesandt zum Volk, ja, und hat gesagt, A auf D habt ihr nicht gehört. Ja, die haben wir euch gesandt und der Daniel kommt drauf, ja, auf die haben wir auch nicht gehört. Ja. Und deshalb geht es uns so, wie es uns jetzt geht, nämlich deshalb sind wir eigentlich vertrieben worden. Und deshalb müssen wir uns eigentlich schämen. Er sagt, wir sollten also bis ins die Schamröte soll uns das ins Gesicht treiben, weil wir eben gegen Gott, gegen dich gesündigt haben. Ja. Und andererseits, ja, also Daniel hat ein sehr klares Gottesbild gehabt. Er hat nicht nur Gott als den praktisch als den Richter gehabt, als den, der einfach groß ist und der mächtig ist, ja, und furchtgebietend, so nennt er ihn, sondern er hat auch gesagt, bei dir ist Barmherzigkeit und Vergebung, Vers 9, gell? Bei diesem Gott ist Barmherzigkeit und Vergebung, und da haben wir auch gesagt, das ist nicht automatisch, gell? Nicht so quasi, Gott vergibt der alles und ist er überhaupt barmherzig, sondern für den, der die Barmherzigkeit sucht, für den, der seine Sünde einsieht, der sie bekennt und lässt. Und das ist das Schöne, das heißt, Daniel hat beides gesehen, gell? Sowohl die Güte Gottes als auch sein Recht, seine Gerechtigkeit. Und dann sagt der Daniel, und das hat mir sehr betroffen gemacht, naja, Israel hat das Gesetz Mose übertreten und ist abgewichen. Gell? Und jetzt sagt er, und dann ist eh klar, Gott hat uns schon bei Mose den Fluch, ja, hingelegt und den Segen und gesagt, entweder ihr entscheidet euch für den Fluch, ja, entweder ihr wollt mir nachfolgen, dann habt ihr den Segen, ja, dann werdet ihr im Land leben, dann werdet ihr Frieden haben, dann werden gesegnet sein eure Nachkommen und so weiter. Oder wenn ihr aber den Fluch wählt, dann wird es euch nicht gut gehen, dann wird es hier vertrieben werden und so weiter. Ja. Und so hat er festgestellt, eigentlich im Vers 12, Gott hat seine Worte so ausgeführt. Ja, wie es war. Nämlich, was haben die Israeliten gemacht? Ja? Sie haben, natürlich zwischendurch sind sie immer wieder umgekehrt, aber sie haben den Fluch gewählt in dem Fall und deshalb ist das große Unheil über sie gekommen. Gell? Und jetzt sagt er sogar im Vers 14, darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Das ist unglaublich. Gell? Also man muss oft sein Gottesbild korrigieren. Ja? Am Anfang, es ist je nachdem, wir Menschen sehen halt immer entweder nur die Güte ein bisschen und die anderen sehen nur die Gerechtigkeit. Es ist ein bisschen eine Typsache, da bin ich drauf gekommen. Weil die einen wollen diesen barmherzigen Gott immer hervorstreichen, die anderen wollen immer den gerechten Gott. Und ich sage immer, wir müssen auf jeden Fall beides zusammen sehen. Ja. Aber dieser Gott, der hat auch darüber gewacht, das Unheil über sie zu bringen. Ja, warum? Weil er in seinem Wort ihnen das vorgelegt hat und gesagt hat, wenn das so ist, dass ihr mir nachfolgt, dann habt ihr den Segen. Und wenn ihr mir nicht nachfolgt, habt ihr den Fluch. Und so wendet sich das Gebet, das ist ja ein Gebet, nicht alleine hat ein Gebet gesprochen, in Vers 16, und er sagt, okay, wir haben gesündigt, es ist furchtbar, wir haben die verlassen, wir haben den Fluch gewählt, deshalb ist kein Wunder, dass du uns zerstrahlt hast, es ist kein Wunder, dass es uns schlecht geht, dass Jerusalem zerstört ist, aber bitte Herr, in Vers 16, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem. Also Daniel betet für diese Stadt, weil in dieser Stadt ist ja sein Name groß gemacht worden und jetzt ist sie plötzlich zum Gespött für die Völker, für die Nachbarn geworden. Und er sagt, er bittet um den Aaronschen Segen, nämlich das Angesicht, lass dein Angesicht leuchten, haben wir gesagt, das heißt Gnade. Ja, er hat um Gnade gefleht, nämlich über dieses verwüstete Heiligtum und um des Herrn willen. Ja. Er hat gesagt, wir, nicht wegen unserer Gerechtigkeit, ja klar, weil die war ja nicht da, ja, sondern wegen der Gerechtigkeit Gottes, erbarm dich über uns. Neige, Vers 18, den Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Gell? Und zum Schluss ist eigentlich der Höhepunkt des Gebetes, Daniel bittet um Vergebung. Und sag, Herr, höre, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt.
Ja, das war das letzte Mal, wenn man das betrachtet. Also ein wirkliches Gebet, also ein herrliches Gebet, gell? Wo jemand die Sünde erkennt seines Volkes, sich damit einnimmt, ja, um Vergebung bittet und sagt, Herr, schau mal deine Sache, schau mal das an, wie es uns geht. Und eigentlich sind wir selber schuld, wir haben das verdient. Aber du kannst dich trotzdem erbarmen. Und heute werden wir sehen, in den Versen 20 bis 27, dass Gott geantwortet hat. Ja, Gott beantwortet Gebet. Damals schon hat er dem Daniel geantwortet. Natürlich, ihm hat er so geantwortet, dass er ihm das ein Wort gegeben hat. Ja. Wir können heute im Wort natürlich auch eine Antwort vom Herrn bekommen, gell, auf unsere Gebete. Aber damals, das war ganz, ja, ganz eine tiefe Antwort. Und ich werde sagen, diese Verse, ich werde sagen, 7 Verse, diese Verse sind so vielschichtig, ja, diese Antwort Gottes ist so, da kann man, also ich könnte jetzt 10 Predigten wahrscheinlich machen, ich mache aber, seid froh, heute noch mal eine, damit wir mal so einen Überblick kriegen, was Gott da dem Daniel geantwortet hat, gell, auf dieses Gebet. Wollen wir es einmal lesen, diese 7 Verse, von Vers 20 bis 27, und dann bei versuchen, euch so ein bisschen einzutauchen in diese vielleicht komplexeste Prophetie des Alten Testaments. Ich werde sagen, das ist so komplex, dass man sich jahrhundertelang damit beschäftigt hat, vieles falsch rausgekommen ist, aber ich denke, wir werden uns trotzdem irgendwo auf einen Punkt kommen, der für euch jetzt wichtig ist oder für uns. Also 20 bis 27, ja? Jetzt sind wir mal beim Bibeltext und dann gehen wir schön Vers für Vers. Daniel 9, Vers 20 bis 27. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Wollen wir mal beten. Jesus, danke dir für das, dass du dem Daniel eine Antwort gegeben hast auf sein Gebet, dass du ihm nicht irgendwo in der Ungewissheit gelassen hast. Du hast ihm etwas Herrliches gesagt, nämlich, dass es ein Ende haben wird, dieser Verwüstung, dass es ein Ende haben wird über der Verwüstung, die über Jerusalem gekommen ist und noch kommen wird, dass es eine ewige Gerechtigkeit geben wird und dass du das Allerheiligste wieder säumen wirst. Wollen wir das verstehen, was du dem Daniel gesagt hast, und so wie der Gabriel dem Daniel gesagt hat, ich werde dich Verständnis lernen, dass auch wir Verständnis darüber bekommen heute. Amen. Ja, wenn man so das erste Mal das liest, gell, dann ist man ein bisschen überfordert, gell, und denkt sich, man so viele Informationen, Zeitspannen, die es da gibt, dann ist von dem Gesalbten die Rede. Gell. Man denkt immer gleich, das ist der Herr Jesus, da muss man aufpassen.
Auf jeden Fall schauen wir mal, was der Herr dem Daniel für eine Antwort gegeben hat. Gell? Erst einmal ist mir aufgefallen, während ich noch redete und betete, gell? Und was hat denn der Daniel gemacht? Er sagt, ich habe meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannt. Dabei habe ich mir gedacht, eigentlich sind ja mehrere gewesen, oder? Und die Bibel sagt oft, wenn euch das aufgefallen ist, gell, mir ist aufgefallen, es steht in der Einzahl, meine Sünde und die Sünde des Volkes. Ja, gibt es ja nur eine Sünde. Ja, eigentlich gibt es nur eine Sünde, nämlich die Auflehnung gegen den Herrn. Ja, das ist die Sünde. Und das haben die tatsächlich gemacht. Sein Volk, müsst ihr euch vorstellen, das Volk, das er auserwählt hat, das eigentlich der Welt sagen sollte, so groß ist Yahweh, ja, das ist Gott. Dieses Volk hat gesagt, na, wir gehen aber lieber unsere eigenen Wege. Ja. Was in den Geboten steht, mag schön sein, aber wir machen es anders. Ja. Und wenn man heute nach Israel schaut, kannst du sagen. Ja, also, wie gesagt, dieses Gebet, habe ich mal gedacht, dass der Daniel da gebetet hat, das können wir heute auch beten. Ja. Nämlich für sein Volk, dass sie wieder umkehren, dass sie den Herrn Jesus erkennen, dass sie erkennen, dass sie den Messias abgelehnt haben. Und das ist die Sünde. Diese Sünde hat Daniel bekannt und er sagt auch von der Einzahl meine Sünde und die Sünde meines Volkes. Und er hat seine Bitte für den heiligen Berg seines Gottes, seinem Gott gebracht. Ja, das ist auch wichtig. Der Daniel sagt immer, sei das aufgefallen, mein Gott. Ja, nicht mehr gesagt, dass mein ist eigentlich ein besitzanzeigendes Fürwort. Gell? Das mein sage ich dann, wenn es mir gehört. Gell? In Wirklichkeit müsste man sagen, eigentlich gehört ich dem Herrn, weil er ist ja der Besitzer. Aber dieses mein Gott heißt, er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Gott gehabt. Er hat gewusst, wer er ist und er hat ihn bekannt und ist zu ihm gestanden. Und jetzt, also dieses Gebet war so, dass es eigentlich unterbrochen wurde, nämlich durch eine Berührung von diesem Mann, Gabriel. Wir haben gesagt, diesen Mann, das war der Engel Gabriel, den haben wir schon das letzte Mal gesehen, dass der schon also einmal zum Daniel gesprochen hat. Ja. Und dieser Gabriel hat immer Heilsbotschaften an wichtigen Stellen, zum Beispiel der Maria, hat er das gesagt, dass der Jesus kommt, dass sie einen Sohn gebären wird und der das Volk retten wird von seinen Sünden. Jetzt ist er auch wieder da, um den Daniel nämlich Verständnis zu lehren. Ja? Denn er sagte, ich habe, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war, um die Zeit des Abendopfers. Das war in Kapitel 8, Vers 16, da hat er diesen Gabriel gesehen und ihr wisst, er hat so eine Angst, für ihn war das so eine Erscheinung, dass er umgefallen ist, ja, dass er zuerst ist auf sein Angesicht gefallen, er wollte ihn schon anbeten und dann hat ihn der Daniel wieder aufgerichtet und ihm gelehrt, falls ihr das erinnert, eben dieses Gesicht vom Widern, vom Ziegenbock hat er ihm ausgelegt. Das heißt, der Daniel hat einen Ausleger gebraucht, ja, und das war der Gabriel. Und zwar um die Zeit des Abendopfers. Ja, dieses Abendopfer, wenn man liest, war ein Lamm, nämlich in 2. Mose 29, 41, steht von diesem Abendopfer. Das war ein Brandopfer übrigens. Ja. 2. Mose 29, 41, kann man nachlesen. Das sollte nämlich ein beständiges Opfer sein. 2. Mose 29, 41. Da steht, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern und mit dem Speis- und Trankopfer sollst du es halten wie am Morgen. Du sollst es opfern als einen lieblichen Geruch, als ein Feueropfer für den Herrn. Ja. Das ist dieses Brandopfer, dieses Lamm, das hat der Daniel geopfert. Wir haben ja keine Opfer mehr, das wissen wir. Das heißt, wir haben schon Opfer, Dank und Lobopfer. Ja. Aber der Daniel hat damals das Abendopfer, zur Zeit des Abendopfers hat er praktisch mit dem Mann Gabriel geredet. Und dieser Gabriel sagt jetzt, er unterwies mich
und redete mit mir und sprach. Also jetzt hat ihn, der Daniel hat praktisch jetzt eine Antwort gekriegt auf sein Gebet, ja. Und der Gabriel sagt zu ihm, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Vers 22. Ja, das heißt, der Gabriel sagt, Moment, ich werde dir jetzt sagen, ja, das, was ich dir jetzt sage, ich will, dass du das verstehst. Und das ist ganz wichtig. Nämlich, es gibt da Leute, die sagen, naja, dieses Gesicht, das ist so kompliziert, das kann man nicht verstehen. Ach, los mal, es ist ja wurscht, tun wir nichts auslegen. Na, der Gabriel ist zum Daniel gekommen und sagt, das sollst du jetzt verstehen. Es war ihm ganz wichtig, ich will dich unterweisen, ich will dir Verständnis geben. Wir werden sehen, da brauchen wir tatsächlich Verständnis, weil wir ein bisschen rechnen müssen, weil wir uns ein bisschen beschäftigen müssen, was das alles bedeutet. Und zwar sagt er dann, Gabriel, als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Ja, nämlich der Daniel hat ja im Kapitel 9 praktisch Jeremia gelesen. Ja, das 25. Kapitel. Und der Inhalt dieses Kapitels ist ja, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Ja. Und jetzt ist praktisch dieses Wort an dich ergangen und er will ihm jetzt das verkünden. Und er sagt zu ihm, warum will er es ihm verkünden? Denn du bist ein vielgeliebter Mann. Jetzt habe ich gedacht, es steht ja nicht einmal, von wem er geliebt ist. Gell? Aber ich war angenommen, ja, es ist vom Herrn, aber es steht nur, du bist ein vielgeliebter Mann. Und jetzt achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Ja? Also praktisch, das beim Jeremia, das hat er gelesen, ja, und jetzt kriegt er als Antwort wieder ein Gesicht, das heißt eine Vision, eine Prophetie. Ja, und was der Inhalt dieser Prophetie ist, da steht im Vers 24. Und gerade der Vers 24 ist einer der kompliziertesten Verse überhaupt. Aber ich habe ihn schön aufgeschlüsselt, wenn ihr sehen werdet, da am Zettel in 6 verschiedene Punkte. Die müssen wir uns anschauen. Also was hat diese Prophetie dem Daniel gesagt? Ja, das müssen wir uns jetzt einmal durchlesen, dann werde ich das erklären. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Na gut, also das ist ungefähr so ein Satz, jede Aussage für eine Predigt, gell? Du musst dir ja fragen, was bedeutet das? Ja? Und der Daniel, der Gabriel wollte, dass der Daniel das versteht. Also zunächst einmal ist es, sagt diese Prophetie über dein Volk, das heißt über das Volk Israel und über deine heilige Stadt, über Jerusalem, sind 70 Wochen bestimmt. Ja? Jetzt können wir sagen, ja, 70 Wochen, das ist ja nicht viel. Allerdings müssen wir aufpassen, da steht ein Wort für Woche. Das eigentlich nicht die Woche an sich meint, die 7 Tage, ja, sondern eine Jahrwoche. So hat man es ins Deutsche übersetzt. Ja. Und eine Jahrwoche heißt praktisch, dass A-Wochen ja, für 7 Jahre stehen. Ja. Also muss ich 70 mal 7 multiplizieren. Das schafft jeder noch von uns. 7 mal 7 ist 49 und dann 0 hinten sind 490 Jahre. Ja. Also der Gabriel hat dem Daniel gesagt, über dein Volk ja, und deine Stadt Jerusalem, über die du jetzt so Buße getan hast und gesagt hast, was wird mit meiner Stadt? Wird sie wohl errettet? Wird sie wiederhergestellt? Wird die Verwüstung ein Ende haben? Gott sagt, ja, 70 Jahrwochen wird es dauern. Ja, bis nämlich folgende Dinge passieren. Und das ist jetzt wichtig. Das heißt, wir wissen jetzt, die Zeitspanne sind 490 Jahre. Jetzt muss ich natürlich wissen, von wo rechne ich die 490 Jahre weg. Gell? Und das wird er uns nachher auch noch sagen. Ja, aber jetzt war es ja mal 490 Jahre. Und interessant ist, dieser Begriff Jahrwoche, der kommt in der Bibel im Alten Testament also vor. Und zwar ist das derselbe Ausdruck, und das ist das Spannende, gell? So habe ich da schön hergeschrieben, das ist derselbe Ausdruck wie für das Wochen- und Pfingstfest. Ja? 5. Mose 16, 9. Also da steht auch praktisch Jahrwoche, 5. Mose 16, 9. Das heißt quasi, wenn wir gleich sehen, 5. Mose 16, 9, 7 Wochen sollst du dir abzählen,
wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Ja, das ist praktisch, und das wird auch 7 Jahrwochen. Ja, das ist ja der Begriff für die Jahrwoche, wo praktisch Pfingsten drauf folgt. Ja, das Fest der Wochen. Und dann, was auch interessant ist, was bin ich auch drauf gekommen, auch die Hochzeitswoche, ja, in 1. Mose 29, 27, auch diese Hochzeitswoche dauert wie lang? 7 Jahre. Ja, nämlich, das wissen wir vom Jakob, ja, der hat 1. Mose 29, 27. Da hat der Laban zum Jakob gesagt, vollende die Hochzeitswoche mit dieser, ja, so wollen wir dir auch jene geben für den Dienst, den du mir noch weitere 7 Jahre lang leisten sollst. Also eine Hochzeitswoche hat praktisch 7 Jahre gedauert. Und jetzt habe ich gedacht, ist das nicht interessant? Gott sagt dem, jetzt wird sagen, was hat denn das mit der Prophetie zu tun? Ganz einfach, Gott sagt 70 Jahre, Wochen, ja, sind 490 Jahre, wird es dauern, bis Pfingsten kommen, bis die Hochzeit stattfinden wird. Und was ist das für eine Hochzeit? Ja, die Hochzeit des Lammes, interessant. Das heißt, das ist ein Hinweis darauf, dass Jerusalem 490 Jahre wird sich etwas abspülen und danach wird praktisch alles wiederhergestellt. Ja. Und was nach diesen 490 Jahren passieren wird, das steht jetzt da. Ja, also jetzt wissen wir, 490 Jahre, das sind nicht 70 Wochen, sondern 490 Jahre sind über deine Stadt bestimmt. Nämlich, was soll nach diesen 490 Jahren passiert sein oder passieren? Erstens, um der Übertretung ein Ende zu machen. Ja, jetzt denkt man natürlich, wenn man das so liest, ah, das wird sicherlich am Kreuz stattfinden. Ja, dann ist eine Übertretung, am Kreuz ist ja praktisch die Übertretung in dem Sinne beendet worden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ja, aber wir werden sehen, das ist zu kurz. Ja, also müssen wir jetzt so denken, es wäre ein Hinweis, ja, aha, Jesus ist am Kreuz gestorben, da war Ende der Übertretung und deshalb gibt es auch in der Schlacht, die meisten Parallelstellen wollen das zum Kreuz bringen, ist aber nicht, gell? Weil wir werden schauen, es geht nämlich noch, das hängt alles zusammen, also diese Punkte, die ihr da im Vers 24 bei mir seht, ja, die Übertretung, also 2, 3, 4, 5, 6, das gehört alles zusammen, ja. Das heißt, das ist alles eine Prophetie, die so vielschichtig ist, ja, also nach 490 Jahren wird Ende der Übertretung sein und die Sünde abgetan sein. Ja. Das ist aber nicht das Kreuzband, sondern das ist viel weiter gefasst. Weiter, was soll noch 490 Jahre sein? Also erstens, der Übertretung soll ein Ende gemacht werden, die Sünde soll abgetan werden. Zweitens, um die Missetat zu sühnen. Ja, das ist wieder ein Hinweis, man denkt sich, ach so, ja, das war am Kreuz. Ja, könnte sein, wäre eine Möglichkeit, aber wie wir schauen, er tut ja das alles verbinden. Ja. Was soll noch 490 Jahre sein? Eine ewige Gerechtigkeit soll herbeigeführt werden. Ja, könnte man wieder denken, ja, das ist, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, ja, und für die, die das annehmen, für die ist eine ewige Gerechtigkeit gemacht worden. Ja. Aber es scheint doch schon durch, dass das ja viel weiter gefasst ist. Ja. Nämlich, wann wird denn wirklich die ewige Gerechtigkeit kommen? Ja, erst wenn der gerechte König selber kommt. Ja, früher gibt es keine ewige Gerechtigkeit. Herbeizuführen. Ja. Weil nachher noch sagen, und um Gesicht, und jetzt sind wir eigentlich bei dem Punkt, also bis zu dem Punkt hätte man noch sagen können, okay, gemeint ist das Kreuz, gell? Also, und das wollen ja auch viele Ausleger, als wir nachher sagen, zum Kreuz hinkommen, gell? Allerdings steht aber nachher noch nächster Punkt, um Gesicht und Weissagen zu versiegeln. Ja, was heißt das? Gesicht und Weissagen zu versiegeln, ja. Also zu Jesu Zeit sind Gesicht und Weissagen noch nicht versiegelt gewesen. Warum nicht? Ja, weil die Apostel auch noch Gesichter gehabt haben und auch noch Weissagung da war. Also kann es einmal Jesu Tod nicht gemeint sein. Jetzt haben wir schon beim ersten Hinweis. Und interessant ist, ich habe eine Parallelstelle gefunden, nämlich zur Versiegelung sagt der Ader Daniel was. In Kapitel 12, Vers 9, sagt er, wann die Weissagung versiegelt wird, selber. Ja, man muss immer die Parallelstelle schauen. Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben, wie lang? Bis zur Zeit des Endes.
Ja? Also erst, wenn das Ende kommt, ja? Erst wenn praktisch Jesus wiederkommt, ist diese Zeit des Endes und bis dorthin sein Gesicht und Weissagung versiegelt. Ja? Und jetzt kommt der nächste Hinweis und ein Allerheiligstes zu salben. Ja, da könnte man wieder sagen, ja, wann war das? Also zu Jesu Zeit ist kein Allerheiligstes gesagt worden. Ja. Man kann zwar sagen, der Heilige Geist ist gekommen und wir sind, und die Jünger sind damals gesalbt worden mit dem Heiligen Geist, ja, so wie jeder von uns, aber ein Allerheiligstes zu salben, es kommt auch aus dem 2. Mose, man hat es zählt, 2. Mose 40, 9 und 10, kann man nachschauen. 2. Mose 40, 9, 10. Da hat man das tatsächlich, die Stiftshütte hat man gesalbt. Ja? Und zwar ist es so gegangen, du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung salben samt allem, was darin ist. Du sollst sie heiligen samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. Praktisch das war, das haben müssen, das praktisch das war im Alten Testament so, ja, dass man das, die Wohnung gesalbt hat und das hat geheißen, es war dem Herrn geweiht, ja, sozusagen man hat gesagt, das verwendet man jetzt für den Herrn, ja. Aber wo der Herr Jesus gestorben ist am Kreuz, war kein Allerheiligstes gesalbt, gell. Sondern, wenn man wieder jetzt schaut, im Kapitel 8, Vers 14, was heißt salben? Ja, wieder der Daniel gibt uns die Antwort. Man muss nur im Daniel nachschauen. Nämlich, das war damals das Gesicht vom Widern vom Ziegenbock. Und dann hat er gesagt, er bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Oder gesalbt werden. Ja, das ist dasselbe. Also, ihr seht, und das haben wir gesagt, einmal war es dann zur Zeit des Antiochus Epiphanes, wo er, also dieser Herrscher, dieser Prototyp des Antichristen in Jerusalem eingefallen ist, das Opfer beendet hat und dann war Ende des Opfers, die haben keinen Opferdienst gehabt in der Zeit, gell? Und das wird eben so lang dauern, 1150 Tage, weil das sind ja pro Tag zwei Opfer und dann, wenn der Antiochus als ihn beseitigt haben, dann haben sie wieder das, haben sie wieder den Zustand des Heiligtums wieder haben sie wieder Opfer gebracht und dann ist dieses Heiligtum gerechtfertigt worden. Und das wird in der Endzeit sich noch einmal wiederholen. Ja? Also es wird wieder einer kommen, der so wie der Antiochus Epiphanes in das Allerheiligste in Jerusalem einfallen wird und praktisch wieder die Opfer abtun werden, das wird noch einmal geschehen und das wird dann gesalbt. Also wir sehen, diese 70 Jahrwochen sind nicht bis zu dem Herrn Jesus gerechnet, sondern eigentlich bis zum Ende. Ja? Nämlich interessant ist, der Daniel hat ja Jeremia gelesen und Jeremia waren es tatsächlich 70 Wochen. Ja? Also 70 Wochen hat es gedauert, dass Jerusalem überfallen, zerstört worden und so weiter. Noch 70 Wochen war dann Ende dieser Zerstörung. Aber jetzt sagt aber Gott dem Daniel, bei Jeremia hast du gelesen 70 Wochen. Jetzt sage ich dir aber noch was. Es wird 490 Jahre dauern, bis dieses Jerusalem, das du jetzt zerstört siehst, so hergestellt wird, ja, dass praktisch der Übertretung ein Ende gemacht, dass es keine Übertretung mehr geben wird, dass die Sünde abgetan wird, dass die Missetat gesühnt wird, dass eine ewige Gerechtigkeit aufgestellt wird, das heißt, dass das tausendjährige Reich kommt und das Ende ist der Gesichter und Weissagen und dass praktisch wieder ein Tempel in Jerusalem aufgebaut wird im tausendjährigen Reich. Also diese Zeitspanne von 490 Jahren hat Gott dem Daniel angezeigt. Es könnt ihr euch vorstellen, dass man jetzt allein der Vers 24, was in dem drin ist. Ja? Aber jetzt kommt es ja, jetzt ist noch so, nicht? Also wenn man allein, also wir müssen uns merken, der Daniel hat ein Gesicht gekriegt, ja, hat das zerstörte Jerusalem gesehen und gesagt, ma, es ist schrecklich, was wir tun, wir haben gesündigt, wir haben das zurecht verdient, bitte erbarm dich. Und Gott sagt, ja, ich werde mich erbarmen, aber es wird 490 Jahre dauern, bis es zu Jerusalem in so einem Zustand kommen wird, dass es keine Zerstörung mehr geben wird. Ja, 490 Jahre. Jetzt müssen wir allerdings wissen, vom wann weg gerechnet. Und das ist ja das Schwierige an dem Ganzen. Nämlich, und da sagt er dann im Vers 25, so wisse und verstehe, also da im Daniel 9, Vers 25, könnt ihr es mitlesen?
so wisse und verstehe. Ja, ich muss jetzt ein bisschen zweit, 9,25. So wisse und verstehe. Das heißt, er sagt ihm wieder, er soll das verstehen. Ja, jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist mir zu kompliziert, will ich nicht verstehen, ja, aber der Gabriel wollte, dass das der Daniel versteht. Und wir haben erstens den Heiligen Geist, zweitens haben wir die Erklärung von Gabriel, also müssen wir es auch wissen und verstehen. Und jetzt sagt er ihm, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Das ist jetzt wieder ein Vers, ja, wo wir ganz genau aufpassen müssen. Nämlich, was heißt das? Ja? Das heißt, er sagt ihm, der Daniel weiß jetzt 490 Jahre. Jetzt weiß er nicht, von wo rechne ich weg, diese 490 Jahre. Ja? Und er sagt, das musst du jetzt verstehen, was ich da sage. Nämlich vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Das heißt, du musst von dem Befehl, vom Erlass des Befehls wegrechnen. Ja? Und jetzt ist das relativ so, wenn man Esra liest, Esra 6,14, werdet ihr sehen, man sagt immer, es gibt, also wann ist Jerusalem, wann ist dieser Befehl ergangen? Ja? Jetzt war das ein kleines Problem, ist, es gibt drei Herrscher, die diesen Befehl, diesen Erlass angekündigt haben. Das war der Kyros, ja, das habe ich hier da aufgeschrieben, der Kyros, der Darius und der Artaxerxes. Ja, und das alles zu einer anderen Zeit. Und in Esra 6,14 steht, die Ältesten der Juden bauten weiter, es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Sacharja des Sohnes Idos. So bauten sie und vollendeten es, also Jerusalem, nach dem Befehl, erstens des Gottes Israels, zweitens nach dem Befehl des Kyros, drittens nach dem Befehl des Darius und viertens nach dem Befehl des Artasaster oder Artaxerxes. Ja. Das heißt, jetzt haben wir drei heidnische Herrscher, die einen Befehl geben haben, Jerusalem wieder aufzubauen. Aber wir haben auch den Befehl Gottes. Ja? Und jetzt natürlich könnte man nachschauen, ich habe jetzt nicht von alle weggerechnet, weil sonst wären wir nicht fertig. Aber interessant ist, nämlich, wir haben noch folgende Worte nicht untersucht, da steht vom Erlass des Befehls. Ja? Da steht aber in Wirklichkeit gar nicht vom Erlass des Befehls, gell? Sondern da steht vom Wort. Ja, und da steht nämlich, also man hat das als Befehl übersetzt, aber da steht Wort. Ja. Also man könnte eigentlich übersetzen, vom Ausgang des Wortes zur Wiederherstellung, ja, bis zu dem Gesalbten. Vom Ausgang des Wortes. Und jetzt ist die Frage, wann ist dieses Wort ausgegangen? Und nachdem Daniel Jeremia 5,20 gelesen hat, ja, müssen wir zu Jeremia 5,20 gehen. Und in Jeremia 25 steht, jetzt habe ich das aufgeschrieben, wann das ist. Jeremia 25,1, also jetzt wissen wir, wann ist dieses Wort ausgegangen. Ja? Jeremia 25,1 müssen wir zuerst lesen. Da steht, dies ist das Wort, das an Jeremia über das ganze Volk Juda erging, wann? Im vierten Jahr Joachims, erstens, des Sohnes Jesias, des Königs von Juda. Das ist das erste Jahr, zweitens Nebukadnezar, des Königs von Babel, und dass der Prophet Jeremia an das ganze jüdische Volk und an alle Einwohner von Jerusalem richtete, indem er sprach, seit dem 13. Jahr Josias, das ist die dritte Angabe, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch ist das Wort an mich ergangen und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete, aber ihr habt nicht gehört. Und jetzt ist interessant, wenn man dies schaut, wann war das? Ja, kann man nachprüfen, geschichtlich. Wann war das vierte Jahr Joachims? Man kommt auf das Jahr 605 vor Christus. Ja? So, ja, 605 vor Christus. Dann schaut man nach, wann war das erste Jahr des Nebukadnezar? Was denkt ihr? Wieder 605 vor Christus. Und wenn man dann schaut, das 13. Jahr Josias und 23 Jahre noch dazu gerechnet,
kommt man wieder ins Jahr 605 vor Christus. Also Gott hat dem Jeremia ganz klar eine Zeitangabe gesagt und gesagt, pass auf, dieses Jahr 605, dreimal dasselbe. Ja, also das war genauso, als ob ich das heutige Jahr mit drei verschiedenen geschichtlichen Ereignissen genau datiere. Ja, also müssen wir aufpassen, genau 605 vor Christus ist dieses Wort ergangen. Ja. Und jetzt, wenn ihr in diesem Wort lest, ja, dann wird sehen, dass eben 70 Jahre über dieses Volk bestimmt ist. Ja. Das steht im Vers 12, es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen, und ich will über jenes Land alle meine Worte bringen, die ich gegen es geredet habe, alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Heidenvölker gesagt hat. Und jetzt habe ich noch etwas gesagt, jetzt werde ich sagen, da sind nur die 70 Jahre, also dass die 70 Jahre beschrieben, da steht noch nichts vom Aufbau, allerdings in Jeremia 29, Vers 10, und das ist praktisch, da hat der Jeremia noch einmal den Brief an die Weggeführten in Babel geschrieben, und da hat er geschrieben, im Vers 10, für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel, nämlich von denen er früher gesagt hat, gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Ja? Also da praktisch, das ist das Jahr 605. Wir könnten, jetzt werde ich sagen, es gibt zwei verschiedene Orten, um dieses Wort, also um diese 490 Jahre zu berechnen. Ja, jetzt könnt ihr das an die Grafik einmal hernehmen. Ja. Jetzt die herkömmliche Variante ist die, nämlich, das muss ich ja noch früher sagen, es steht ja, dass es bis zu dem Gesalbten, den Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Jetzt ist ganz interessant, gell, wenn man den Vers 25 nimmt, dass da gar nicht steht bis zu dem Gesalbten, sondern da steht bis zu einem gesalbten Fürsten. Gell? Und er sagt noch, und jetzt ist Folgendes, man sagt ganz einfach die übliche Auslegung. Ja, ist egal, was ihr jetzt lesen werdet, die werden sagen, 7 und 62 müssen wir zusammenzählen, das sind 61. Und wenn man jetzt rechnet, ja, sie rechnen weg von Ataraxerxes. Ja, warum? Ja, weil das der einzige ist, bei dem die Rechnung funktioniert, beim Jahr 445 weg. Ja. Und dann rechnet man und sagt in 7 Jahren, oder ja, Wochen, das heißt in 49 Jahren, ist Jerusalem fertig gebaut worden. Jetzt müsst ihr aber lesen, was da steht. Da steht aber nicht, dass Jerusalem noch 49 Jahre fertig ist, sondern dass ein Gesalbter kommt. Aber die Auslegung sagt das einfach, weil sie das nicht anders, weil sie da keine andere Lösung hat. Und sagt, wenn ich aber 7 und 62 zusammenzähle, komme ich auf 69. Ja? Und wenn ich 69 Jahrwochen von Ataraxerxes, der einen Befehl gegeben hat, das können Sie in Jeremia 2 lesen, den Befehl gegeben hat, aufzubauen in Jerusalem, wenn ich von dem wegrechne, komme ich ins Jahr 38, circa 39 nach Christus. Aha, und da ist ja der Gesalbte, der Herr Jesus, gestorben. Ja? Und dann sagt man, okay, das heißt, da ist der Herr Jesus vorausgesagt worden schon. Allerdings hat diese Auslegung ein paar große Probleme. Erstens einmal, warum sagt der Engel 7 und 62, ja? Und sagt nicht gleich 61. Und zweitens, ja, und da muss ich vorgreifen, auf dem Vers 26 steht da nicht, dass noch 69 Wochen daher der Gesalbte ausgerottet wird. Ich muss mal genau lesen, sondern nach 62 Wochen. Da steht da, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Man will, also praktisch die herkömmliche Auslegung, will einfach sagen, dass der Herr Jesus da schon angekündigt worden ist. Und dass der Herr Jesus der Gesalbte ist und dass der Herr Jesus praktisch, wenn man 7 und 62 zusammenzählt, auf 69 Wochen kommt und das umrechnet in die Jahre, dass man da genau, allerdings kommt man, wie gesagt, nicht ins Jahr 32, wo der Herr Jesus ungefähr getötet worden ist, sondern ins Jahr 38 und dann rechnet man das noch um in 360 Tage. Also das ist ganz kompliziert, das werde ich jetzt nicht alles erklären, aber man würde es umrechnen, wenn man sagt, ein biblisches Jahr hat 360 Tage. Ja. Okay, auf jeden Fall das erste Problem ist, da steht nicht, dass nach 7 Jahren Jerusalem wieder aufgebaut sein soll, sondern bis zu dem Gesalbten, einem Gesalbten.
Ja, bis zu einem gesalbten Fürsten noch dazu. Also da steht gar nicht bis zu dem gesalbten, ihr müsst das dem in Klammer setzen, so wie sondern bis zu einem gesalbten Fürsten. Ja? Und wenn man jetzt von 445 49 Jahre dazu zählt, kommt man aber zu keinem Gesalbten. Das heißt, das Jahr ist falsch. Wenn man aber aufs Jahr 605 ausgeht, was da Daniel den Jeremia gelesen hat, dann kommt man tatsächlich nach 49 Jahren auf einen Gesalbten. Nämlich auf den Kyros. Jetzt wird sagen, der Kyros, das war ein heidnischer König. Der Kyros wird laut Jesaja 45,1 als Gesalbter bezeichnet. Von der Schrift selbst. Und jetzt wird schauen, gell, man denkt immer gleich beim Gesalbten, das ist die Falle. Man denkt immer, Gesalbter heißt immer Jesus. Nein, im Alten Testament sind die Könige gesalbt worden und so weiter. Ja. Das heißt, der Gesalbte muss nicht gleich Jesus sein. Man will das gern, man möchte das gern haben. Ja. Ist aber in dem Fall nicht. Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten. Ja, und jetzt ist interessant, wenn man von dem Jahr 605 die 49 Jahre dazu rechnet, kommt man genau auf das Jahr oder ungefähr, man ist stimmt mit an zwei Jahren sind immer der Spatze, kommt man genau auf das Jahr, wo der Kyros aufgetreten ist. Ja, wo er eingesetzt. Ja, 49 Jahre, also von 605, 49 Jahre kommt man in das Jahr und das ist eben jetzt die alternative Auslegung, die ist ganz unten, die ist nicht von mir, sondern vom Achim Klein, der hat sich damit beschäftigt und der hat sich gedacht, okay, rechnen wir jetzt einmal vom Jahr 605 weg, ja, rechnen wir 49 Jahre und da kommen wir tatsächlich ins Jahr 556 und da ist der Kyros aufgetreten. Also wer die erste Jahreszahl erfüllt, nach 7 Jahren ist der erste Gesalbte aufgetreten. Ja, also das werden wir schon... Das hätte sich dann ganz genau erfüllt. Und dann steht aber noch einmal um 62 Wochen. Ja? Und jetzt natürlich, wir sind gewohnt, das so, dass man zuerst die 7 Wochen macht und nachher die 62 anschließt. Ja? Und wenn man aber den Vers noch einmal untersucht, könnte man aber auch die 62 Wochen noch einmal von 605 wegrechnen. Ja? Und wenn man das rechnet von 605, 62 Jahre weg, ja, dann kommt man tatsächlich auf noch einen Herrscher, der ein Gesalbter ist. Ja. Wird in der Schrift zwar nirgends als so bezeichnet, aber das ist der Antiochus Epiphanes. Ja. Der Antiochus Epiphanes, der ist genau von 171 bis 164, 7 Jahre praktisch hat er regiert. Ja. Und bis der man kommt also von 605 mit den 434 Jahre sind die 62 Wochen genau ins Jahr 171, wo der Antiochus Epiphanes aufgekommen ist. Ja. Und das werden wir nachher sehen, warum das, dass das auf ihn genau stimmen könnte. Nämlich dann gehen wir zurück jetzt auf den Vers 25. Also wir wissen 490 Jahre. Wir rechnen weg von dem Jahr, wo der Jeremia, wo der Daniel den Jeremia gelesen hat, wo die Prophezeiung war über die 70 Jahre, Wochen. Und sagen dann, haben wir 7 Jahre gerechnet, 49 sind zum Kyros gekommen und noch einmal von dem Jahr 605 und dann sind wir auf den Antiochus gekommen. Dann steht da, Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit. Jetzt sagt man ganz einfach, in Nehemia 4, Verse 1 bis 6, sie sagen deshalb, also die... Es ist da die Mauer, die Rede vom Mauerbau gewesen und haben gesagt, naja, es ist zwar noch 7 Jahre kein Gesalbter gekommen, sagen die üblichen Ausleger, aber noch 7 Jahre, nach 49 Jahren, also nach 7 Jahrwochen, ist eine Mauer gebaut worden und laut Jeremia 4, ja, steht noch, es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astroditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt, ja. Da sagt man, siehst, allerdings steht da nichts von einer Mauer. Da steht etwas von Straßen und Gräben. Und das ist aber ein Unterschied. Straßen und Gräben, das ist Tiefbau und der Mauer ist Hochbau. Das heißt, die Rechnung stimmt da insofern auch nicht. Ja? Ich möchte euch nur das sagen, dass das nicht richtig ist, also da einfach von 445 wegzurechnen. Und dann
Und jetzt sagt er dem Daniel, jetzt gehen wir zurück auf Vers 26 von Daniel 9, nämlich er sagt ihm, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Und sieht's, da muss man sagen, es kann nicht sein, dass man 67 zusammenzählt. Warum nicht? Weil dann hätte der Engel, dann hätte der Gabriel gesagt, nach den 69 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Warum sagt er dann noch 62? Ja, weil es nicht 69 sind. Das heißt, das ist ein Irrtum. Also das kann ich ganz klar beweisen, die übliche Auslegung, ja, vom Jahr 445 wegzurechnen, habe ich früher einmal gedacht, ma super, da kommen wir genau zum Herrn Jesus, auch wenn es die Jahre nicht stimmen, man es umrechnen müsste, man kommt genau zum Tod Jesu. Nein, das kann nicht stimmen, warum nicht? Weil da nicht steht nach den 69 Wochen, sondern nach den 62 Wochen. Also ist der Gesalbte auch nicht Jesus. Weil wenn man selbst von 445 weg die 62 Wochen rechnen würde, kommt man nicht bis zu Jesus. Also muss ein anderer gesalbter Mann sein. Ja? Und wir haben schon gesehen, der Kyrus wird von der Schrift selber als Gesalbter bezeichnet. Gell? Also muss der Kyrus gemeint sein. Und der andere, der zweite Gesalbte, der wird nach 62 Wochen ausgerottet werden. Jetzt denkt man, das trifft ja auf den Herrn Jesus zu. Allerdings, wenn man das Wort für ausgerottet hernimmt, das hebräische Jikaret, heißt es abschneiden, erschlagen, gänzlich kaputt machen. Es könnte man auch schauen, dieses Jikaret kommt mehrmals in der Schrift vor und heißt immer etwas komplett zunichte gemacht haben. Entschuldigt, der Herr Jesus ist zwar getötet worden nach 62 Wochen, aber er ist nicht gänzlich ausgerottet worden. Kann man wirklich sagen, der Herr Jesus ist ausgerottet worden? Nein, also das stimmt auch nicht. Ja, und jetzt ist aber interessant, nämlich, da steht noch, er wird ausgerottet werden, dieser Gesalbte, und ihm wird nichts zuteil werden. Und wisst ihr, was das heißt? Nix, er wird nichts haben. Er wird ohne allem sein. Entschuldigt, wo der Herr Jesus getötet worden ist, dann war er nicht nichts. Ja, er ist zum Vater in den Himmel aufgefahren. Er hat praktisch die Herrschaft, er sitzt zur Rechten Gottes. Also kann das auch nicht, der Herr Jesus kann nicht gemeint sein. Und jetzt ist es so, alle Ausleger, die ihr nachschaut, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, die wollen alle mit diesem Gesalbten ihren Herrn Jesus prophezeien. Ja? Man war da eine Möglichkeit, aber es ist falsch, das kann ich beweisen. Also erstens einmal sind es nicht 69 Jahre, sondern Jahr Wochen, sondern 62 Jahre Wochen. Dann der Herr Jesus ist weder ausgerottet worden, noch ist ihm nichts mehr zuteil geworden. Also wörtlich steht da, er wird nichts haben. Ja, das kann man von Herrn Jesus absolut nicht sagen. Deswegen muss ein anderer Gesalbter gemeint sein. Ja, und welcher ist gemeint? Und da ist die Antwort, wenn man jetzt noch einmal von 605 wegrechnet, 62 Wochen, kommt man genau auf den Tod des Antiochus Epiphanes. Ja, und der ist Thema Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, Kapitel 11, ja genau auf den Gesalbten. Ja, und der ist tatsächlich ausgerottet worden. Er ist tatsächlich getötet worden. Er ist tatsächlich abgeschnitten worden und er hat nachher nichts mehr gehabt, weil er verloren gegangen ist. Ja? Das heißt, er will ihm sagen, lieber Daniel, noch 49 Jahre wird der Kyrus auftreten und noch der erste Gesalbte, denn der zweite, von dem ich da sagen will, ist der Antiochus Epiphanes, dem hat er ihm prophezeit und genau gesagt, wann der auftreten wird. Nicht Christus, sondern der Antichrist ist doch mal. Und nachher noch, und was noch wichtig ist, diese Prophetie, das werden wir jetzt sehen, ja, geht über diese Jahre, weil das war ja der Antiochus Epiphanes, hat da von 171 bis 164 vor Christus regiert. Ja. Das heißt, das war ja auch schon abgeschlossen, aber die Prophetie geht noch viel, viel, viel weiter, das werden wir jetzt sehen. Nachher. Und dann steht die Stadt, aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Ja? Das heißt, er sagt ihm jetzt praktisch, da wird noch nicht Ende der Zerstörung. Ja? Der Daniel hat vielleicht gedacht, das wird bald einmal sein. Ja? Und Jerusalem ist ja, hat wieder eine Ruhezeit gehabt, aber er sagt ihm, es wird noch eine viel größere Zerstörung geben. Nämlich das Volk des zukünftigen Fürsten, es wird noch einmal einen zukünftigen Fürsten geben, der wird das Heiligtum zerstören. Ja? Und da meint er wen? Ja, zuerst einmal den Antiochus Epiphanes. Er sagt ihm, pass auf, da wird einer kommen, ein Gesalbter, der wird praktisch das Heiligtum zerstören. Ja?
Aber es geht auch, und das ist jetzt wichtig, die also in der Schrift ist so, dass Prophezeiungen oft einmal erfüllt werden, noch einmal. Ja? Und ihr werdet sehen, das geht bis zur Endzeit, bis zum dieser Antiochus, so wie ich das letzte Mal schon erklärt, das ist der Typ gewesen, also der Prototyp, kann man sagen, so wie man beim Auto was sagen will, der Prototyp des endzeitlichen Antichristen ist dieser Antiochus. Und das wird noch einmal eintreten. Sie geht unter die Stadt in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Also er sagt jetzt eigentlich dem Daniel, jetzt hat mein Mann, der hat Buße getan, jetzt wird alles schön in Frieden abgehen. Na, er sagt ihm, na Moment Daniel, ich sage dir eins, es wird bis zum Ende, nämlich einmal, zuerst einmal ist bis zum Antiochus gemeint, dann aber bis in die Endzeit wird es Krieg geben und fest beschlossene Verwüstungen. Und da ist interessant, ich habe in Lukas 19 habe ich eine Parallelstelle gefunden, die dasselbe sagt. Ja, sagst du es bitte den Leuten weiter. In der Schrift steht nicht, dass Jerusalem bewahrt wird in der Endzeit. In der Schrift steht, Jerusalem wird gänzlich verwüstet werden. Bitte. Da steht in Lukas 19, ist eben ungefähr 43, 44, wo der Herr Jesus über die Stadt gewarnt hat, dann hat er gesagt in Vers 42, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, wo er kommen ist, das erste Mal, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie haben ihn abgelehnt. Denn es werden Tage über dich kommen, über Jerusalem, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung, das ist, wenn er höher stünde, er kommt, also er nicht erkannt hast. Ja. Jetzt wird aber immer gesagt, das war der Titus. Ja, das wird man, weil Jerusalem ist ja einmal tatsächlich dem Erdboden gleich gemacht worden, das war der Titus. Und deswegen habe ich euch die zweite Grafik eingeblendet. Wir haben nur ein Problem. Der Titus hat nicht innerhalb dieser Jahrwochen Jerusalem zerstört. Das sieht man bei der Abbildung 2, ja, wenn man das von Artaxerxes wegrechnet, die 7 Jahre, also und sagt, okay, nach 7 Jahren ist Jerusalem fertig gebaut worden, wenn man noch einmal weg, wenn man dann zu Jesu Tod kommt, ja, aber die Zerstörung des Tempels war nach den 69 Jahrwochen. Das heißt, der Titus kann nicht gemeint sein. Der hat zwar Jerusalem zerstört, aber es ist nicht innerhalb dieser Zeitspanne gekommen, die da der Engel Gabriel dem Herrn Jesus, dem Daniel offenbart hat. Ja. Das heißt, es muss noch einmal zerstört werden. Jerusalem wird am Ende noch einmal zerstört werden. Und jetzt steht da von überströmender Flut. Und interessant, in Daniel 11, Vers 40 ist tatsächlich die Rede, nämlich da wird über den Antichristen geschrieben, zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen, dann wird der König des Nordens, und jetzt merkt ihr euch das, also für die Endzeit sind zwei Könige vorausgesagt, einer des Südens und einer des Nordens. Ja? Und jetzt ist so, da steht, da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Es werden und so weiter. Das heißt, ihr seht, da ist die Rede von der Flut, ja, so 11 nochmal, was habe ich gesagt, 11, von der überströmenden Flut im 11, Vers 40, ja. Das ist noch einmal, also 11, Vers 10 und Vers 40 einmal, ist die erste Zerstörung. Doch werden seine Söhne sich zum Krieg rüsten und eine gewaltige Menge von Streitkräften zusammenziehen. Er wird kommen, überschwemmen und überfluten und zurückkehren und sie werden bis zu seiner Festung Krieg führen. Das war der Antiochus, hat damals Jerusalem zerstört. Ja? Und dann steht noch einmal, am Ende wird es noch einmal zu einer Zerstörung kommen. Ja? Und jetzt merkt ihr euch, da die zwei Könige. Ja? Jetzt hat es gegeben den Kyros und den Antiochus, die zwei Könige. Ja? Die zwei Gesalbten hat es schon gegeben. Und in der Endzeit wird es wieder zwei Könige geben. Das heißt, deswegen hat er praktisch dem Daniel, ja, der Gabriel, gesagt, es werden zwei Gesalbte auftreten. Die sind aufgetreten, Kyrios und Antiochus. Und für die Endzeit sind wieder zwei Könige, vorauszug wieder zwei Gesalbte, der Prototyp des
Kyros und der Prototyp des Antiochos Epiphanes. Das heißt, in der Endzeit werden wieder zwei auftreten und das wird ganz gleich nochmal ablaufen. Und jetzt steht noch ein Vers 27, das ist der letzte Vers. Er wird mit den vielen, also er, gemeint ist der zukünftige Fürst, wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Eine Woche lang, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir dauernd von 70 Wochen geredet. Jetzt habt ihr euch gedacht, komisch, warum hat er ihm eigentlich in 69 gesagt, was ist mit der 70. Die 70. wird separat behandelt. Gell? Und das heißt, die kommt erst. Die 70. Jahrwoche, das ist, wenn man jetzt in das Neue Testament geht, in die Offenbarung, sieht man, es kommt noch 7 Jahre der Trübsal, der großen Trübsal, das sind genau die 7 Jahre, werden da schon beschrieben. Und er sagt, und jetzt ist interessant, der Vers 27, ja, bezieht sich jetzt praktisch auf den Endzeitchristen. Er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, und zwar eine Woche lang. Ja. Der Antichrist wird mit den vielen, wahrscheinlich sind es die Juden im Norden gemeint, Israel zerfallen, aber das müsste ich von einer anderen Stelle noch sagen. Sagt die Bibel voraus, und mit den vielen, mit dem Norden wird er einen Bund schließen, eine Woche lang, in der Mitte der Woche, also in der Mitte von diesen 7 Jahren circa, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Jetzt sagen die, die was vertreten, dass es am Ende wieder einen Tempel geben wird, siehst, ja, da muss ein Tempel her. Allerdings sind diese Schlacht- und Speisopfer, da ist einmal der Antiochus gemeint, Nummer 1, er hat tatsächlich in der Mitte seiner Regentschaft, also von 171 bis 164, genau in der Mitte, hat er Jerusalem zerstört und hat das Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Also das ist alles schon eingetreten. Und jetzt ist aber die Enderfüllung, kommt erst noch einmal, weil dann wird der Antichrist am Bund schließen. Er wird aber nicht die Schlachten, Speisopfer, die wird es nicht geben, sondern das ist das Opfer des Neuen Testaments, das sind die Gebete und Lobgebete der Heiligen, aufhören lassen. Und jetzt steht, neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und dort bei den Gräuel der Verwüstung müsste es bei euch klingeln, ja? Nämlich wer hat denn das angekündigt? Der Herr Jesus in Matthäus 24, 15 spricht vom Gräuel der Verwüstung. Könnt ihr euch erinnern? Und wann hat er das angekündigt? Ja, das ist, liegt nicht beim, deswegen kann der Titus nicht gemeint sein. Matthäus, und das wird immer falsch ausgelegt, Matthäus 24, 15, ja, der Herr Jesus spricht da praktisch von der Endzeit und sagt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, und dann sagt er noch einmal, wer es liest, der achte darauf. Ja? Das ist in Jerusalem. Genau, das gemeint ist in Jerusalem, das ist die heilige Stätte. Wenn ihr dort sehen werdet, dass dort der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, wehe aber den Schwangeren in den Stillen in jenen Tagen und so weiter. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und keine mehr kommen wird. Der Herr Jesus spricht zukünftig, ja, nicht von Titus. Ja. Natürlich war es so, dass man sagt, die Juden damals, wo sie das gelesen haben, bei Titus sind auch in die Berge geflohen und auch gerettet gewesen. Okay, aber da ist gemeint, wenn die große Drangsal, das ist diese Jahrwoche, ja, von der die Rede ist, wenn dort ihr sehen werdet, dass in Jerusalem der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Ja. Und jetzt müssen wir wieder zurück zu Daniel 9, Vers 27. Er sagt, in der Mitte der Woche wird er Schlachten, Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Jetzt hat man gesagt, Flügel. Aha, das ist der Altar. Ja, allerdings hat der Altar keine Flügel gehabt, das ist ein bisschen ein kleines Problem, das ist relativ, Leni, ich sage, das ist sehr kompliziert, aber ich werde es noch einmal ganz einfach auf den Punkt bringen, nachher zum Schluss für uns alle. Die Flügel sind nur Flügel übersetzt worden, ja, weil woanders auch Flügel übersetzt ist, aber das hebräische Wort Kanaf heißt Ende. Und das heißt in jedem Winkel. Das heißt, der Antichrist wird den ganzen Winkel Jerusalems
einnehmen und nämlich einen Gräuel der Verwüstung aufstellen. Da steht übrigens auch nicht aufstellen, sondern es könnte auch übersetzt werden, es hat die Schlacht auf dem Flügel, der Gräuel kommt ein Verwüstender. Das heißt, jetzt brauchen wir nur schauen, was hat der Antiochus gemacht. Er ist in Jerusalem eingefallen, hat den Tempel zerstört, er hat die Stadt nicht zerstört, aber den Tempel, hat dort die Juden getötet, die Gläubigen, ja, und hat nachher ein Schweinklau geopfert. Das war die Geschichte. Ja. Und der Antichrist wird noch einmal dasselbe machen. Das heißt, der Gräuel der Verwüstung ist das Töten der gläubigen Juden. Das ist ein Gräuel. Das ist dem Gott ein Gräuel. Ja. Und das wird praktisch der Antichrist noch einmal machen. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster, über den Antichristen, ergießt. Ja. Und welche Verwüstung ist es? Die steht in 2. Thessalonicher 2,8. Nämlich das daher, schauen wir noch nach. Und dann werde ich noch einmal zusammenfassen, Leni, so ganz einfach. Es ist, ja, da kommen die wenigsten mit. Aber das Wichtigste ist, wir werden noch sehen, was das Wichtigste ist, diese Verwüstung heißt, steht, wird dort beschrieben, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Der Herr Jesus wird den Verwüster umbringen. Das ist die Vernichtung, die sich über den Verwüster ergießen wird. Was heißt das jetzt? Jetzt kann man sagen, sowas Kompliziertes, was du uns gesagt hast, ja, werden wir nie wieder hören. Aber schaut, der Daniel hat gebetet. Ich werde es ganz einfach jetzt auf den Punkt nochmal bringen für uns, für die und für uns auch. Ist ja wirklich für mich auch, man muss sich sehr lang beschäftigen, dass man das alles versteht. Ja? Weil die Prophetie hat immer mehrere Erfüllungen in der Geschichte. Das ist das Komplizierte. Der Daniel hat gebetet. Gell? Er hat gesehen, Jerusalem ist zerstört. Er hat gesagt, bitte in Gott, wir haben gesündigt. Du hast recht. Also normal musst du echt zerstören. Mal bitten, könntest du diese heilige Stadt dich derer erbarmen und könntest sie du wieder aufrichten. Das hat er gebetet. Dann ist da Gabriel gekommen und sagt, ja, ich sage dir jetzt, ich werde jetzt genau sagen, wie das ablaufen wird. Nämlich Jerusalem wird durch eine Periode von 70 Jahrwochen, also 70 Jahr, 70 mal 7 ist 490 Jahren gehen. Früher wird Jerusalem nicht für ewig gerettet oder aufgebaut. Ja, 70 Jahre wird über sein Volk und über diese Stadt prophezeit. Und dann hat er ihm gesagt, aber wir können jetzt rechnen wir weg von dem, wo das Wort des Wiederaufbaus Jerusalem, rechnen wir 7 Jahre, kommen wir auf den Kyros und wenn wir 62 Jahre rechnen, kommen wir auf den Antiochus, ja, auf zwei Gesalbte. Die werden auftreten, die werden die Stadt zerstören. Ja? Und nachher, am Ende der Zeit, wird es wieder so sein, der König des Südens und der König des Nordens. Und ich sage dir eins, früher, bevor das nicht alles erfüllt ist, bevor nicht Jerusalem komplett dem Erdboden gleich gemacht wird, bevor nicht das Volk unter einer schrecklichen, und das müssen wir jetzt, wo da unten der Krieg ist, auch mitdenken. Ja? Es gibt viele Christen, die sagen, ja, Jerusalem wird bewahrt und so weiter, und es wird überhaupt, die werden geeint und die wissen was, entschuldigt's. Jerusalem wird bis ans Ende zerstört, es wird Krieg geben. Erst dann, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er eine ewige Gerechtigkeit aufrichten, wird er Gericht üben an dem Antichristen, der Jerusalem zerstören wird und wird Jerusalem praktisch dann als seine Stadt einsetzen. Das ist die ganze unter anderem. Also ich habe so zusammengefasst, in diesem Abschnitt erfahren wir einerseits, welche Zeitspanne über Israel und die Stadt Jerusalem bestimmt ist, nämlich insgesamt 70 Jahrwochen, das heißt 490 Jahre, bis sie ewig wiederhergestellt wird. Andererseits, welches Gericht über denjenigen ergehen wird, der es zerstören wird, nämlich über den antiken Antiochus Epiphanes, als auch seine Kopie, den endzeitlichen Antichristen. Amen.